Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg MC Behämmert und für diesen müssen wir den Prügelpanzer in Operation Mechagon auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem Deutz Mechatown von einem Kolbenkracher so rum getroffen wurde. Und wo ist dieser Deutz? Den sehen wir hier oben, wir haben es mit Mond gemarkt. Dort muss nämlich der Panzer einmal hinchargen und sobald er da hincharge, kommt er runter. Ja, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also wenn, dann versucht ihr es möglichst am Anfang hinzukriegen. Oder ihr spielt erst die Bosse ein bisschen low und macht das dann. Bleibt sich eigentlich gleich an der Stelle. Wir haben jetzt hier versucht, den Boss dann quasi in die Mitte zu placen und uns dann etwa auf Mond zu stellen, wo wir gemarkt haben. Ihr seht, hier charge da rein. Und hat den Typen auch von oben runtergehauen. Das seht ihr, indem er hier quasi diesen Dialog von sich lässt. Und dann ist er erstmal immer noch verbündet. Und nach einer Weile, wenn er hier ein bisschen gequatscht hat, wird er dann angreifbar. Dann könnt ihr ihn quasi auch tanken. Ihr seht, bei uns in der Gruppenkonstellation sind schon ein paar Leute gestorben, weil wir immer wieder versucht haben, uns alle dahin zu stellen, dass er auch dahin chargt. Und ja, das geht dann für den einen oder anderen tödlich aus. Man kann dem aber auch ausweichen, indem man halt kurz davor wegläuft. Also man muss sich nicht treffen lassen. Und jetzt, sobald ihr den Typen habt, müsst ihr ihn zu einem von diesen Hämmern ziehen. Wir haben vorher unseren Roboter quasi mit den Hämmern schon freigehauen. Deswegen waren ein paar schon deaktiviert. Ihr solltet gucken, dass ihr euch zumindest einen übrig lasst und ihn dann so reinzieht. Ihr seht, da hat er den Stun mit abgekriegt und dann sagt er K.O. und dann bewegt er sich auch nicht mehr. Damit habt ihr quasi die Voraussetzung fürs Achievement schon erreicht, sobald er sagt K.O. Denn ab dem Zeitpunkt kann man ihm zwar noch angreifen, aber er bekommt hier kaum noch Damage. Und dementsprechend muss man jetzt einfach nur die Bosse runterspielen. Und sobald ihr das gemacht habt, ploppt einfach das Achievement auf. Mehr ist es nicht. Ihr könnt natürlich vorher auch den Wirbelroboter einmal töten und nur mit dem Panzer dann noch weiterspielen. Das bleibt sich, wie gesagt, gleich. Dann habt ihr vielleicht ein bisschen Schaden rausgenommen und habt nicht das Problem, wenn ihr versucht, alle hier den Panzer richtig zu placen, dass ihr dann immer diesen Charge-Schaden kriegt. Plus den anderen Roboter noch. Ja, das war's mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.